Hi, ich bin der Martin und heute möchte ich euch mal mitnehmen auf ein Making-of von einem richtig schönen Hochzeitsfilm. Und viele von euch wissen ja vielleicht gar nicht genau, wie entsteht denn überhaupt ein Hochzeitsfilm? Wie ist da der Videograf, Fotograf unterwegs? Wie sieht das aus von außen? Und da habe ich für euch zwei Perspektiven und möchte euch einfach so ein bisschen erklären, was man sich dabei denkt, warum die Szenen so entstehen, wie sie entstehen und was man aus so einem Tag alles rausholen kann. Und da nehme ich euch mal mit auf den Bildschirm. Los geht's! Ja, hier starten wir auf jeden Fall mit dem Brautkleid filmen. Es geht immer von oben nach unten, ganz langsam. Und da sind einfach schon so die ersten Aufnahmen. Da beginnt das Ankleiden, das Getting Ready. Ja, hier sind wir beim First Look. Die beiden sehen sich das allererste Mal. Und hier haben wir eine Burg ausgewählt auf einer Anhöhe, wo man natürlich einen super Blick ins Tal hat, wo mit ganz viele Ebenen mit Himmel sind und ganz viel zu gucken sind. Das macht es enorm interessant, das Ganze. Ja, jetzt sind wir beim Einzug der Braut. Bräutigam wartet vorne, wird dann übergeben und ich laufe vorweg und habe dann die Gesichter von allen Gästen, die schauen von außen mit drauf und natürlich die strahlende Braut, die sich so unendlich jetzt freut auf das Jawort. Ein Schwenker um das Brautpaar während der Zeremonie muss auch dabei sein. Das sind einfach Szenen, wo einfach nur Begeisterung ist, gerade wenn vielleicht ein Lied gerade gespielt wird, eine Sängerin spielt, wo was Emotionales ist und das macht es ja dann auch aus. Ja, der Auszug, riesen Applaus, alle jubeln und freuen sich, das Brautpaar ist irgendwie auch etwas entspannter, weil das Ja-Wort ist rum und diese Anspannung fällt ab und man weiß jetzt, ah, jetzt haben wir es gemacht, jetzt sind wir verheiratet und alles ist einfach wunderbar. Und jetzt bin ich auch wieder vor den beiden, um alle Emotionen von den Gästen mit aufzufangen und natürlich von den beiden. Und wir schauen mal weiter rein, was passiert. Jetzt kommen wir zur Filmszene und ja, da läuft der Bräutigam auf die Braut zu. Eine Runde rum, der Arm liegt auf, tiefe Augenblicke und am Ende der Kuss mit dem Himmel mit drauf. Und das ist einfach wahnsinnig emotional, mit einer tollen Musik unterlegt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Vielleicht machen wir auch eine andere Szene. Wir haben so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein an diesem Tag, je nachdem, welche Location es ist, wo wir gerade sind. Das Drehen der Braut mit dem Brautkleid, auch eine Szene, die man machen kann, die natürlich toll ist, wo man dann auch überblenden kann, wenn man das nochmal macht. Vielleicht dann wieder in einem anderen Moment, der gerade auf der Hochzeit passiert ist. Und hier haben wir es gemacht nach der Filmszene. Und man kann wirklich halt so in Zeitlupe auch filmen und da wunderbare Aufnahmen. Ja, das sind so Lieblingsszenen von mir. Ich liebe das, einfach aus den Leuten, die jetzt so emotionalisiert nach diesem Ja-Wort dastehen. Vielleicht jetzt gerade gar nicht viel passiert und jetzt mit denen was zu machen und was zu überlegen und da das Brautpaar natürlich auch in den Vordergrund zu setzen. Und das kommt immer gut an. Alle machen mit und ihr seht ja, da die Handküsschen werden zugeworfen und alle freuen sich irgendwie und es hat eine total schöne Szene gegeben, die ja sonst gar nicht an diesem Tag entstanden wäre. Genauso bei der nächsten Szene, was Kreatives entstehen zu lassen und aus den Leuten die Freude rauszulocken. Hier haben wir die Freunde des Bräutigams, die alle die gleichen Anzüge, die gleichen Hosendreher, die gleichen Socken, die gleichen Fliegen anhaben und sich ja auch wirklich Mühe gegeben haben, hier so einen Auftritt hinzulegen und die auf dem Hochzeitsfilm mich in Szene zu setzen. Das ist ja schon, das darf keinem Videograf passieren. Deswegen, da die beiden das Brautpaar Bayern unheimlich liebt, haben wir da einen Schublattler spontan die mitmachen lassen und ja, schaut euch die Szene an. Ist wirklich cool geworden und hat einfach Spaß gemacht. Ja, beim Gruppenfoto oder Gruppenvideo braucht es natürlich eine klare Anweisung, was soll jetzt gemacht werden. Liebe Gäste, jetzt werden wir alle mal jubeln, aber wir werden nicht nur so ein bisschen jubeln, sondern wir werden so richtig jubeln, wie wir noch nie gejubelt haben. Und das bitte auf drei und wir legen los. Eins, zwei, drei und... Ah, ihr glaubt nicht, wie viele Emotionen dieses Foto, dieses Video kommt. Und dann kann man ganz viele tolle Sachen machen, mit Winken als Abschluss fürs Video oder als Foto natürlich dann auch gleichzeitig. Und wir können Herzchen werfen, die Finger werfen, die beiden küssen sich, alle gucken weg. Ey, so viele tolle Möglichkeiten, das macht einfach nur Spaß. Also das ist wirklich der Hammer.
So, jetzt, ja, ein mega langer Tag heute, hat aber auch richtig Spaß gemacht. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit einer Biga-Präsentation mit ganz vielen Spielen. Und da, ja, wird natürlich festgehalten, was das Zeug hält. Und dann gehen wir auch schon in Richtung Eröffnungstanz. Und der findet draußen hier im Freien statt. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das wird, weil im Freien tanzen ist mega, ich liebe es. Und später gibt es auch noch einen Tanz auf der freien Fläche, wo die Trauzeugin und auch die Braut mittanzen wird. Also mega geiles Programm. Freut euch drauf. Bis später, der Martin.